Ein. Zum Wohl. Oh, das wird ein böser, böser Abend. Unternehmen wir was Lustiges. Erzähl mal, wie war das mit dieser Samovila? Hat einen Bauern geschnappt. Aber statt glücklich zu sein, dass er entkommen konnte, hat sich der Idiot Hals über Kopf in sie verliebt. Wollte, dass ich sie einfange, hab abgelehnt. Also hat er es allein versucht. Mit einem Fischernetz. Ich wette, die zwei tanzen jetzt auf einem fahlen Feld eine Masurka. Tolle Geschichte. Und eine Moral hat sie auch. Ach ja? Und die lautet? Halt dich von gefährlichen Frauen fern. Du kannst dich entspannen. Jen und ich, wir sind kein Paar. Und wir werden auch nie eins. Ah, darum war die Frau Zauberin so kreuzbeleidigt. Lambert, lass das! Tut mir leid, Geralt, es war... unsensibel. Das wussten wir nicht. Willst du drüber reden? Nein, ich will trinken. Machbar. Ohne weiteres. Ist ja kälter als im Arsch eines Eisriesen hier. Meine Herren, ich komme wieder. Aber erst muss ich für kleine Drachen. Verstehst du dich gut mit Lambert? Irgendwie habe ich gelernt, nicht über bestimmte Dinge mit ihm zu sprechen. Dürfte eine lange Liste sein. So ist es. Hallo, ihr Knirpse. Feiert euren eigenen kleinen Karneval, was? Alkohol, meine Besten, ist des Hexers ärgster Feind. Wo hast du denn dieses Hütchen her? Aus Wesemirs Koffer. Der letzte Schrei des Jahres 1112. Sicher hat es der Alte getragen, als er Mädels aufreißen ging. Oder, wie man es damals sagte, den Weibern den Hof machte. Jungs, ein Hexer zu sein, ist mehr als nur Karten und Schnaps. Vielen Dank für den Follow. Es ist harte Arbeit. Wie gemütlich. Nicht für uns ist das Zwitschern von Kindern. Nicht für uns. Ist gut. Ein Wesimir reicht uns. Zieh das aus, bevor es kaputt geht. Und schenk ein. Oh, das mache ich, Eskel. Ich schenk ein. Bis zum Rand. Denn ohne Wodka bist du steif wie ein Buchhalter in der Gipskorsage. Eher ein böser, böser Morgen? Na, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ganz Snoo-Snoo für Geralt mehr. ich bin mir nicht ganz sicher, aber in betrunkenem Zustand zu sagen, unternehmen wir was Lustiges. Das könnte nach hinten losgehen, aber ich will auch wissen, was es ist. Na los, amüsieren wir uns. Langweilen wir dich etwa? Nein, es ist nur... nicht witzig genug. Unser Schönling hat recht. Hör zu, ich kenne da ein Spiel von einem Schüler in Ochsenfurt. Mhm. Einer fängt an und sagt, ich hab noch nie... und beendet den Satz, wie er will. Wer das Erwähnte schon mal gemacht hat, muss einen trinken. Dann ist der Nächste dran. Klingt gut. Du fängst an. Ich hab noch nie... mit einem Succubus geschlafen. Ja, toll. Ich kenne ja die Bücher nicht auswendig. Keine Ahnung. Die Succubin hatten doch gesagt, sie schlafen nicht mit Hexern, weil die so nach Blut stinken, ne? Oh. Na, sieh mal einer an. Eskel, Eskel, stille Wasser sind tief. Ich stehe total auf Frauen mit Hörnern.
Gut, jetzt ich. Ich habe noch nie nach einem Besäufnis nur noch meine Unterhose angehabt. Das ist ja tatsächlich schon passiert, als wir ausgeraubt wurden. Geralt, Lambert ist ein hoffnungsloser Fall, aber du, was würde Papa Wesemir sagen? Papa Wesemir würde diese Runde auch mittrinken. Also gut, Geralt, du bist dran. Ich hab noch nie... Fistech genommen. Eske, wirklich? Einmal. Mit diesem Succubus. Gut, Leute, lassen wir das. Sonst kann ich euch nie wieder in die Augen sehen. Puh. Der Wodka. Der Wodka ist alle. Wer holt noch ein? Ich war schon. Ich hab Essen geholt. Na gut. Ich geh. Küche. Da lang, oder? Oh Mann. Hier ein gleicher Succubus. Der Succubus kommt in Teil 2 vor. Oh. Ja, hat doch schon alles gewetzt, was nicht mehr drauf dem Baum. Ich wusste es nicht, dass es in Teil 2 vorkommt. Eskel hat alles schon gemacht. Nein, er ist noch nie nur in Unterhose nach dem Trinken aufgewacht. Das hat er ja gesagt. Lambert, ich mag dich. Okay, wir können jetzt... Okay, wir können gerade nicht normal mit ihm reden. Wir können jetzt gefühlsduselig werden oder wir können pöbelig werden. Was machen wir denn da jetzt? Ich nehme mal gefühlsduselig. Lambert, Kumpel, ich muss was loswerden. Ja? Manchmal bist du ein echter Idiot, aber ich liebe dich, Bruder. Und du bist manchmal ein echter Angeber. Aber scheiße. Ich würde mit dir durch die Hölle gehen. Komm her, du Knallkopf. Oh. Scheiße. Kaputt. Zum Glück war sie leer. Wo ist Eske? Müsste längst wieder da sein. Wir müssen ihn suchen. Das ist eine Aufgabe für Wesemir. Nicht schon wieder. Zieh die Mütze aus. Wo ist dieser Jungspund nur hin? Vielleicht ist er in Bedrängnis. Ich wette es. Los, Männer, auf zur Rettung. Also entweder da ist jetzt wirklich irgendwas passiert. Oder der ist einfach nur irgendwo eingepennt. Geralt? Das ist geil. Eske! 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 Hat etwas Wein vergossen und ist mitten durch die Pfütze gekrochen. Musstest du dich jetzt hinknien, um das zu sehen? Hätte ich mich vorgebeugt, dann hätte ich mich übergeben. Oh, es ist großartig gerade. Ich hoffe nur, es geht jetzt nicht nach hinten los, was wir uns zurückgeschält haben. Klopf, klopf. Oh, wir können noch nicht mal rennen. Wir sind total Eske, durch. Eske, du Säufer! Komm da raus! Sag mal, wo ist denn der langgelaufen? Gut, dass er nicht mehr gerade ausgelaufen ist, macht halt durchaus Sinn. Eske! Eske wird sich bei Jen gemütlich gemacht haben. Eske, du Säufer! Das glaube ich nicht, das wäre dann eher Lambert. Komm da raus! Hey! Hast du das gehört? Das klang wie das Japsen eines verwundeten Wyverns. Oh oh. Verdammt! Wir haben den Kampf verpasst. Oh, er schläft, glaube ich. Aha, Eskel ist in der Nähe. Halt durch, Bruder! Wir kommen! Hey! Schau mal, da ist er.
Mit seinem getreuen Meckerfritzen. Hallo, Eskel. Wach auf. Wie? Was ist passiert? Bist abgefüllt. Sternhagelvoll. Und noch einiges mehr. Das ist passiert. Steh auf. Du kannst einen Schluck vertragen. Lass mich. Muss kotzen. Immer dasselbe, wenn wir drei zusammen sind. Lass uns jemand Viertes finden. Besser, eine Frau. Keine hier außer Yen. Und die wollen wir lieber nicht aufwecken, glaub mir. Was ist mit dieser Zauberin, mit der ihr gesprochen habt? Wir machen das Megaskop an, laden sie freundlich ein. Sie teleportiert sich her, bringt vielleicht ein paar Freundinnen mit. Wie klingt das? Oh, das ist... Ich hätte so gerne davor gespeichert und es ausprobiert, aber ich glaube, wir versauen uns echt viel, wenn wir das mit so einer hohe angesehenen Dame machen. Aber das können wir nicht tun. Das können wir wirklich nicht tun. Ich wüsste auch so gerne, was dann passiert, aber ich habe halt nicht gespeichert. Das klingt nach einem Plan. Ja, und wenn die uns dann nie wieder hilft? Oh Gott, was soll schon passieren, dass wir nachher irgendwie bei der Hauptquest nicht weiterkommen, weil die pissig auf uns ist? Lambert, du bist ein Genie. Aber klar. Und? Laden wir die Loge zu unserer Fete ein? Scheiße, ja. Ruf die Schlampen. Autosave, okay, 22.10 Uhr, eher 9 merken. Da müssen wir dann irgendein Autosave laden, falls da gleich was steht. Also gut. Wie geht das? Also, du drehst ein wenig hier, ein wenig da und dann sagst du was auf Elfisch. Kinderleicht. Fangen wir an. Warte. Wenn diese Ida uns sieht, erschreckt sie sich. Ich meine... Wir sehen nicht wie Zauberinnen aus. Ich weiß. Yennefers Kleider. Wir ziehen sie an. Ihre Taschen sind da drüben. Was ist mit dir los? Stehst du drauf, dich zu verkleiden? Klappe, Klugscheißer. Sonst schnüre ich dein Korsett so zu, dass du dir in die Hosen scheißt. Komm, jetzt sind wir schon mal dran. Hör auf zu jammern, Eskel. Wir nehmen diesen Flüffer. Flitter. Flitter? Flitterkram. Wir reden mit niemandem drüber, klar? Es bleibt unter uns. Oh, wie schön. Oh, Yen wird so pissig sein. Oh Gott, Yen wird so unglaublich pissig sein. Was für ein Krempel. Man könnte meinen, sie zieht hier ein. Psst. Mach Geralt, keine Angst. Na? Ist aktualisiert. Seht ihr euch jetzt wenigstens alle um? Ich hoffe es mal. Zieh eine fast Hose an. Ja, aber wir müssen doch bestimmt noch mehr anziehen, oder nicht? Yennefers Hose. Achso, das ist bei Quest-Items? Ja. Na, aber hallo? Ja, perfekt. Passt wie angegossen. Sicher. Muss nur in der Taille etwas ausgelassen werden. Ruhe jetzt. Zieh dich an. Das nicht. Passt nicht zu deinem Teint. Scheiße, Eskel. Du hast eine Figur wie eine Sanduhr. Und du bist ein Arschloch. Los, komm schon. Ist unbequem. Also, überlasst mir das Reden. Ihr zwei kümmert euch um die Kristalle. Ketmil Blue de Deune, Hokus Pokus Abracadabra, Arse Platana. Oh. Was ist da? Wer ist das? Oh, Entschuldigung. Wir waren niemals da. Machen! Mehr Papier, Exzellenz? Nein, du Idiot! Die Loge! Die Loge will mich holen! Ich hoffe, ihr habt eine Erklärung dafür. Eine sehr gute. Geht jetzt ins Bett. Sofort.
Verdammt. Was für ein Traum. Wie ich sehe, sind alle schon munter. Und eine kräftige Fahne habt ihr auch. Dieser Hut war ein persönliches Erinnerungsstück, Lambert. Immer mit der Ruhe, alter Mann. Das geht in der Wäsche alles raus. Du kannst den Jungs später auf die Finger klopfen. Gehen wir an die Arbeit. Oh Mann. War das gut, ey. In den Augen, so geht's mir auch. Ja, das war sehr genial. Ja, jetzt läuft das Make-up zum